Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 769. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen erst einmal 250 Bernstein, nehmen wir einmal mit, können uns einmal einsammeln, gehen aufs Kreuz, haben hier wieder ein paar weitere Angebote. Dann haben wir ein neues Event, Schnuffbuckel, Bühnenspalter und ein neues Eventportal. Ein neues Portal hat sich geöffnet, steigt zu Drachen auf, um während dieser... Das stimmt aber, ne? Steigetrachen oder Lastdrachen aufsteigen oder so. Um während dieses Ereignisses einen Bonus in Form von schwer fassbaren Schuppen zu halten. Es müssen Kronkel aufsteigen gelassen werden. Das war, ich glaube, auch kein russisches Deutsch. Egal. Ja, Kronkel. Schön, dass wir davon so wenige haben und vor allen Dingen keine, die wir aufsteigen lassen können. Aber es gibt... Oh, geil. Es gibt Schädelina. Wie geil ist das denn? Und wir können es nicht bekommen. Dann gibt es ein seltenes Paket. Na klar, über... Also wie immer. Runen, bisschen Raufenkarten, 1000 Bernstein, ein Mächtig-Paket, wo auch relativ wenig drin ist. Und das war's eigentlich schon. Aber, ja, schmackhaft. 3 Wochen geht's, okay. Ist ja ein bisschen. Also ungefähr 3 Wochen. Weniger. Aber na gut. Werden wir wahrscheinlich trotzdem nichts schaffen. Vielleicht können wir einmal tauschen, aber... Also die Dinger sind echt hardcore. Ich habe es bisher noch nie geschafft. Gut, es war auch nur eins bisher. Aber selbst bei dem... Das ist... Wie man dort genug Punkte zusammenkriegen soll. Das frage ich mich ja, wie die sich das vorstellen. Weil das Ding ist, du müsstest ja in der Zeit ein Event haben, in dem du die richtig grinden könntest. Komplett. Und haben wir gerade so eins? Wartet. Nö. Haben wir nicht. Das ist ja richtig hardcore. Naja gut, wir kriegen es vielleicht. Vielleicht können wir einmal tauschen, vielleicht haben wir Glück. Man hat ja eine relativ hohe Prozentchance, schon einen kleinen Drachen zu kriegen, da ja nicht so viele Drachen drin sind. Gut, dann kannst du erstmal wieder los. Gratis, let's go. Du suchst ihn immer noch. Bist ja gut dabei und bist du schon seit Ewigkeiten. Dann kannst du hier einmal tauschen. Hier drüben, die hatten wir soweit. Unsere 4-Jahres-Zeit-Statue. Und das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. 130, okay. Sommerstatue, einmal Aktionspunkte Beschleuniger, okidoki. Dann einmal ein bisschen Holzi-Holz. Ich würde es gerne einsammeln, da ist der Einsammeln-Button unten drunter, nicht dort, wo ich hingetippt habe. Und ein Raufenpaket, das ist sehr gut. Weil da haben wir, vielleicht haben wir wieder die Aufgabe, mit diesen 2 Paketen davon öffnen. Wenn wir da jetzt schon mal eins haben, ist das ja schon mal ganz gut. So, dann kannst du wieder los, du kannst los, du kannst los, du kannst los. Dann müssen wir mal gucken. Du willst erstmal wieder ins Training, würde ich sagen. Kostet Eisen. Okay, du kannst ins Training. Du kannst ins Titanentraining. Jetzt haben wir schon wieder einen neuen Titanentrainingstypen. Du gehst ins Training. Du gehst ins Training. Hier kommen wir am Titanrad drehen. Du hast eh kein Titan. Weil ist zu unwahrscheinlich. Naja, gut. Dann kannst du wieder los ins Training. Und dann der hier noch. Und dann ist das Training ja schon wieder voll. Weil Titanentraining ist ja bei uns echt, also da müssen wir echt auf jeden Fall noch ausbauen. Gut, es ist so gerade, also so wie es bei uns gerade ist, dass du so viele Drachen verdammt nochmal hast, die alle ins Titanentraining, weil das ist ja auch selten, aber super selten. Also ich wüsste nicht, wenn ich auf meinem Main-Account irgendwann mal überhaupt komplett voll hatte. Das ist ewig. Du kannst los. Der kann ohne ins Titanentraining. Du kannst ins normale Training. Gut, der war jetzt aber schon mal Titan. Ach so, Titan ist trotzdem voll. Du gehst los. Hier müssen wir wieder teuer füttern. Ja, ja, ja. Okidoki. Naja, gut. Dann haben wir noch irgendwie 4 Fisch. Aber wo kriegt man den jetzt los? Wir haben sonst nie so viel Fisch über, wie wir jetzt gerade haben. Habe ich irgendwo was vergessen? Ja klar, wir können jetzt hier füttern, aber eher welche, die schon auf dem hohen Level sind, wo wir sie haben wollen. Na gut, hier eher unwahrscheinlich. Also gehen wir erstmal auf den Kollegen. 1, 2, 3. Wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt doch mal ein bisschen Fisch los. Holz können wir auch komplett einsammeln. Das Holzlager ist voll so. Dann bist du fertig und dann kannst du erstmal wieder los. So. Naja, gut. Haben wir das? Dann ohne Zahn. Wie sieht's bei dir aus? Du hast uns ein bisschen Holz, ein bisschen Fisch. Okidoki gebracht. Gehst du wieder los. Suchst uns jetzt am besten mal den Drachen und findest uns den am besten auch. Dann können wir hier nochmal 2-mal füttern. So, dann gehen wir hier zum Grünen. Der grüne Tod möchte nämlich auch wieder los. Ganz normal. Muffel, wie sieht's bei dir aus? Hier bei meinem Glücksrad drehen und dann musst du auch wieder... Eisen. Wie viel? Oh, das ist sogar lecker.
Das schmeckt sogar. Dann kannst du jetzt wieder los. So, den grünen Tod hatten wir. Der ist noch auf dem Weg nach unten. Hier haben wir einmal den Immerflügler. Der kann natürlich auch wieder suchen. Und dann haben wir hier drüben noch einmal den großen Überwilden. Und du kannst auch wieder los. Können wir denn jetzt Ered noch machen? Genau, Ered hatten wir schon. Gut, dann ich hätte mit Sven losschicken können. Aber egal, dann passt das so. Dann haben wir hier noch unsere Reisedrachen. Die natürlich auch erstmal wieder so weiter können, wie sie gehen. Also, beziehungsweise was machen sollen halt. Da gehen die auch erstmal wieder los. Und hier nochmal ein paar Runen. Okay. Runen natürlich gar nicht schlecht. Nehmen wir gerne mit. Gehst du wieder los, dann kannst du so wieder. Wunderbar. Dann Hakenzahn und gratis. Und dann hier noch einmal Kotzenwirk und Fleischklops. Die können natürlich auch wieder ganz normal gratis los. Und das sollte das dann alles erstmal so weit hinhauen. Dann können wir sogar am Glücksrad drehen und kriegen was zu einer Überraschung. Runen, würde ich mal so sagen. Was soll es auch anderes sein, denn es sind wirklich nur Runen drin. Aber Hauptsache sind es 12. Hätte schlechter sein können. Hätte aber besser sein können wahrscheinlich. Gut, dann gehst du wieder los und dann haben wir noch Fleischklops und du kannst auch wieder los. So. Nö. Hier haben wir nichts. Dann gehen wir einmal hier in das Post, also hier zum Gratis-Paket. Das kann nämlich auch wieder einmal eingesammelt werden. Und wir kriegen erstmal Uins-Marken. Und dazu gibt es dann noch ein Sammlungsstück, ein paar Runen und ja. Dann öffnen wir das zweite. Let's go. So, dann sammeln wir es einmal ein. Und wir bekommen Sturmschneid, Rauchschneid, Holzklau. Dann einmal ein bisschen Holz, bisschen Fisch, bisschen Holz und dreimal das gleiche Sammlungsstück. Sollte dann, denke ich mal, da wir das die letzten Tage jetzt durchgängig gezogen haben, vielleicht auch bald mal irgendwie fertig werden. Sammeln wir hier einmal alles ein, kommen heute, also auf die nächste Belohnung auf jeden Fall, aber schaffen wir gleich zwei Belohnungen, ist eher unwahrscheinlich, denke ich mal. So, wir haben wir nicht fertig. Ja, nee, schaffen wir nicht. Dafür brauchen wir mehr. Und das tägliche schaffen wir auch nicht, dass wir das Paket mitnehmen. Da fehlt uns noch ein. Nimmt man verteidigt Werkteil. Das könnte man vielleicht machen. Mal gucken. Mal schauen, mal schauen. Erstmal Belohnungen. Gibt es einen polierten Bernstein? Aber gut, bringen wir uns jetzt auch nichts, wenn wir jetzt hier nochmal, oder? Hier. In dem Paket kriegen wir nochmal 40 Punkte. Bringen uns aber ohne so viel. Naja, gut. Lassen wir es erstmal stehen. So, das nochmal einsammeln. Und dann gehen wir nämlich erstmal hier in den schönen Spießenlauf rein. Und machen den mal fertig. Gucken, wenn wir den jetzt hier gleich First Try fertig kriegen oder so. Ich meine, wenn wir ihn fertig haben, können wir dann immer noch mal das mit dem Verteidigen Berg und bla und Sylt machen. Damit wir dort vielleicht halt ohne das dann schaffen alles. Und die Aufgaben fertig haben und das einsammeln können. Aber erstmal würde ich sagen, gehen wir erstmal hier rein. Holen uns erstmal den Knochenräuber, dann den flüsternden Tod. Und schauen mal, wie wir hier so durchkommen. So, einmal normal, genau. Dann einmal nochmal normal. Dann mit dem Sturmschneid können wir die Schwäche geben. Das sollte prinzipiell auch ausreichen, denke ich mal, um ihn wegzuholen. Ja, genau. Dann geben wir uns hier Stärke. Greifen normal an. Mit dem Sturmschneid natürlich wieder Schwäche geben. Und da sollte das dann ganz gut hinhauen. Da sollte das hier gar keine Probleme mehr geben, denke ich mal. Genau, das ist dann nämlich auch schon weg. Sind wir in der nächsten Welle. Hier gehen wir zuerst auf den Kollegen. Greifen dann noch einmal mit der Zweierattacke von unserem Sturmschneid an. Dann mit dem Knochenräuber normal. Und er ist fast weg. Noch nicht ganz, aber fast. Okay. So, das heißt, du gehst auf den. Kannst du ruhig machen. Greifen wir mit dem Skrill normal an, dann ist er weg. Dann geben wir die Schwäche von unserem Sturmschnitt auf den Kronkel. Geben uns nochmal neue Stärke auf unseren Knochenräuber. Und dann sollten wir das Ding ja auch relativ gut reißen können, denke ich mal. Das sollte dann auch nicht mehr allzu viel fehlen. Nochmal normal. Dann hier auch nochmal normal. Und dann hier auch nochmal normal. Damit ist der weg. Wunderbar. Nächste Welle, 3 von 6. Wir haben erstmal 5 Aktionspunkte. Geben hier einmal das. Geben einmal das und erneuern die Stärke. So, Nummer 1 ist weg. Ist nicht einmal drangekommen. Wunderbar. Genauso will man das eigentlich immer sehen. Jetzt geht es hier weiter. Da greifen wir wieder normal an. Geben dann die Schwäche von unserem Sturmschneid. Greifen wir dem Knochenräuber normal an. Und dann ist der auch schon wieder nahezu weg. So, dann gehen wir mit dem Skrill normal rein. Und er ist jetzt weg. Genau. So, nächste Welle, 4 von 6. Hier gehen wir erst einmal auf die 2-Attacke, dann auf die Heilungsattacke und jetzt mit dem Knochenräuber einmal dahin. Let's go. Und du gehst auf den, okay. Greifen wir mit dem Skrill nochmal normal an. Und zwar einmal so und einmal so. Haben jetzt 4 von 6 gewonnenen Wellen, also beziehungsweise 3 von 6 erstmal. Das ist jetzt die vierte. Und die schaffen wir natürlich auch. Da müssen wir jetzt erstmal. Genau, wir greifen jetzt aber nicht mit der 2, sondern wir greifen normal an. Mit der 2 hätten wir den bestimmt weggekriegt, aber den kriegen wir so nicht ganz weg. Schade. Wäre natürlich richtig geil gewesen, aber ist egal. Gehen wir auf den.
greifen dem Skrill normal und können dann nochmal die Heilungsattacke einsetzen. Deswegen habe ich auch nicht die zwei Attacke vom Skrill eingesetzt, weil ansonsten eine Heilungsattacke nicht nochmal einsetzen können. Und so können wir uns aber voll heilen. Wunderbar, greifen wir normal an und können dann als nächstes, wenn unser Skrill, Sturmschneid, Knochenräuber so rum, möchte, auf ihn Stärke geben. Das wäre prinzipiell jetzt. Es ist gut, dass der sich auch gerade nochmal ein bisschen Schild gegeben hat. Damit hält er mehr aus. Damit können wir hier nochmal ein bisschen Aktionspunkte an den Kollegen farmen. So, jetzt sind wir wieder dran und weg ist er. Wunderbar. Sind in der nächsten Welle, haben natürlich volle Aktionspunkte. Können erstmal mit der Zweierattacke rein. Geben dann die Schwäche von unserem Sturmschneid. Diesmal wird der Knochenräuber des Gegners einmal rankommen, weil wir kriegen ihn nicht ganz weg. Aber das war auch das einzige Mal, dass er dran gekommen ist. Und dann greifen wir mit dem Skrill den Dreifachstachel an. Und dann mit der Heilungsattacke kriegen wir den dann schon weg. Wir sind die Gegner auch sehr groß. Da muss man auch ein bisschen drauf achten. Naja gut, dann einmal so. Wunderbar. Dann mit dem Knochenräuber jetzt auf den Dreifachstachel. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das macht übelst Schaden an uns. Wir müssen sofort wieder Heilung. Ich hoffe, er holt ihn mit der Heilung weg. Ja, wichtig und richtig. So. Weil das ist ja auch schon Welle 5 von 6. Die gewinnen wir jetzt auch relativ einfach noch. Wir müssen uns jetzt gleich nochmal heilen. Geben uns hier erst nochmal die Stärke. Dann können wir uns noch einmal heilen. Und dann soll das, denke ich, auch erstmal hinhauen. Aber ihr seht, der Krongel macht halt auch ziemlich guten Schaden an uns. Was uns gar nicht gefällt. Aber erstmal nächste Welle. Let's go. So, hier machen wir natürlich wieder genau das gleiche. Wir holen uns dieses Mal aber als allererstes den, würde ich sagen. Weil ich nicht weiß, ob der eine schöne Flächenattacke hat, die uns alle angreifen würde. Das wäre nämlich richtiger Mist. Deswegen einmal so. Und dann einmal den Kollegen komplett wegholen. So weit, wie es geht. Aha, schön. Dann machen wir das einmal so hier. Dann einmal die Heilung. Dann einmal normal, damit ist Nummer 1 weg. Nummer 2 hat Schwäche, was auch sehr gut und wichtig für uns jetzt ist. So, dann greifen wir mit dem Skrill nochmal normal an, gehen dann mit dem Sturmschnitt auch nochmal normal rein. Beziehungsweise, nee, Sturmschnitt 2 Attacke ist sinnvoller. Geben uns auf den Knochen aber dann Stärke. Ich hoffe, der Kongel haut nicht die Dings raus. Die 3er, die wäre scheiße. Das wäre richtiger Mist für uns, aber mal gucken, dass wir einmal mitkriegen. Doch, wird er bestimmt. Ja, macht er. Schade. Dann einmal so. Den kriegen wir jetzt weg. Und zwar mit dem Knochenräuber. So. Mal gucken, ob die das jetzt alle überleben oder ob wir gleich nur einen Drachen haben. Oh ja. Knappes Ding. So. Hier nochmal die Schwäche vom Gegner erneuern. Mit dem Kollegen normal rein. Dann die Dreierattacke vom Skrill. Dann müssen wir uns nicht mal mehr heilen oder so. Sondern kriegen wir den noch so easy weg. Ja, er wird einen von unseren Drachen holen. Und zwar hat er unseren Skrill geholt. Aber wir rächen unseren Skrill, indem wir hier die Stärke nochmal geben. Und damit haben wir gewonnen und kriegen jetzt das Zelda-Paket. Let's go, Leute! Wunderbar, haben wir gleich am zweiten Tag einfach das hier geschafft. Und kriegen hier einmal Holz. Let's go! Trainer am nächsten Glücksrad. Und hier gibt es noch einmal Fisch mit 187 Millionen. Haben wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Fisch. Wir sehen, ob wir das noch verwenden oder jetzt. Ne, das müssen wir gleich mal gucken. So, das heißt, wir können das einmal einsammeln. Let's go! Und dann haben wir jetzt nochmal ein leckeres Paket zum Öffnen. Da ist es schon. Ist aber sowas von wichtig gewesen, dass sie das endlich umgedreht haben. Schade. Wieder 750 Runen, was schon mal richtig lecker ist. Nochmal ein bisschen Eisen und einen Eierbeißer. Aber wieder leider kein Premium. Darauf warte ich ja in letzter Zeit so ein bisschen. Haben wir auch schon jetzt wieder wirklich eine Weile nicht mehr gehabt. Also wäre auch mal wieder an der Zeit. Auf jeden Fall haben wir nochmal eine Aufgabe hier fertig. Wöchentlich 12 Pakete öffnen. Let's go. Dann können wir jetzt beim täglichen nochmal besiege 5 Drachenkellereien. Nee, machen wir nicht. Verteidigeberg gehen wir aber an. Und zwar gehen wir mit dem rein. So, und dann schauen wir mal, ob wir hier was ordentliches reißen können oder nicht. Mal sehen, wie es hier aussieht, aber es sieht soweit erstmal. Ich denke mal, wir werden oben reingehen. Wir gehen hier oben rein und zwar mit den hier, weil die hier halt schön von der Entfernung richtig gut reinhauen können. Klar ist jetzt ein bisschen... Ah, die gehen doch auf den gleichen gut. Ich dachte schon, die gehen auf unterschiedliche. Aber nee. Da können wir nämlich dann 1, 2 und 3. Gut, 3 geht gleich. Und zwar, wenn die noch ein Boot zerstört haben. Derweil werden wir natürlich ordentlich angeschossen. Also das merken wir auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass wir 3 Schlüssel kriegen. So. Ja, und jetzt nochmal ein. Sehr gut. Jetzt können wir den und den schicken. Und dann können wir hier oben nochmal nachhelfen einmal. Zap, zap, rap.
Und dann hier nochmal so zap, zap. Dann helfen die jetzt hier unten nach. Und vielleicht kriegen wir doch noch 3 Schlüssel. Sieht nicht schlecht aus. Es sieht nicht schlecht aus, Leute. Wir haben gewonnen. Und zwar mit 3 Schlüsseln. Das ist super. Hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet, aber sehr, sehr geil. Let's go. Öffnen wir den Spaß. So, da haben wir nämlich einmal 6 Schlüssel verdient insgesamt und haben hier nochmal ein bisschen Holz, ein bisschen Fisch. Ja gut, hat sich jetzt nicht gelohnt. Aber haben wir auf jeden Fall erstmal eine tägliche noch fertig. Kriegen dann hier nochmal dieses wunderschöne Paket zum Einsammeln. Und da sind wir dieses Mal in der Season schon richtig gut dabei. Wir sind jetzt bei 2000 Punkten. Das ist, denke ich mal, nicht schlecht. Dafür, dass jetzt erst auch, keine Ahnung, eine Woche ungefähr vergangen ist. Und jetzt geht es noch knapp 3 Wochen. Da könnten wir 8000 schaffen. Das würde aber nicht komplett ausreichen. Na gut, nehmen wir 250 davon noch mit. Aber ich habe ja vorher jetzt in der Ferien und in der zweiten Ferienwoche. Also jetzt ab dem 14. sind Ferien. Und dann am 21. bis zum 23. oder so. Weiß ich nicht, kennt ihr, ne, Leute? Kennt ihr alle, die aktiv zuschauen, kennen ihn. Und zwar Minischfee. Gehe ich nämlich mal zum Minischfee. Und also fahre ich mit dem Auto hin. Und in der zweiten Woche, das heißt dann also 24., 25., 26., 27. und bis Ende des Monats sozusagen, gucke ich mal, weil da werden häufiger Tage frei. Meine Freundin ist halt dann auch im Urlaub gerade, deswegen. Und da können wir ja mal wieder richtig schön fett viel streamen in den Tagen. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung dazu schreiben, ob ihr auch mal wieder so richtig schöne viele Streams haben wollt, weil das könnten wir da auf jeden Fall machen. Ich hätte auch wieder richtig Bock drauf. Und würde ich sagen, wäre es aber erstmal mit dem heutigen Video gewesen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich viel, viel Spaß und ciao, ciao, Leute!